Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Heute reagieren wir auf Nizzy X, Gianni X, Paschanem, nur Berliner. Paschanem hat, glaube ich, vor einer Woche oder so irgendwas gepostet, wo er meinte, ich mache nur Feature mit Berliner oder so. Oder Hauptsache Berliner oder irgendwie sowas. Und jetzt, eine Woche später, kommt auf jeden Fall der Song. Letzte Woche hat er was released, diese Woche ist auf jeden Fall wieder was am Start. Davor, das mit Simba, habe ich leider nicht darauf reagieren können. Da war ich auch unterwegs. Jetzt gerade, ich bin genau vor 10 Minuten aus Berlin gekommen. Ich habe 6 Stunden Fahrt hinter mir, bin jetzt angekommen zu Hause und ich drehe diese Reaction. Ja, ohne viel zu quatschen, Freunde. Wir gehen auf jeden Fall rein. Ich habe richtig, richtig Bock. Nizzy hat nie einen schlechten Part. Ich feiere Giannis Entwicklung und nur mal. Und Pascha, Digga, bei Pascha müssen wir nichts sagen, Bro. Pascha ist Pascha. Die Jungs, ich glaube, das wird Champions League. Let's go. Oh, GTA-Intro. Oh, warte, Qualität ist ein bisschen chirp. Ah, ne, doch nicht. Oh, sah nur so aus. Nur Berliner, oh geil. Geil. Digga, was ist das für ein geiler Beat? Und ist das, guck mal, ist das Pascha? Ist das Pascha? Schon allein an den Beinen habe ich Pascha erkannt? Leute, ist das Pascha? Totti! Geiler Beat. Hier werden Song vergessen, Probleme verdrängt, weil ich mich. Boah, was ist das für ein Einstieg, ich schwöre. Was für ein harter Einstieg. Warte. Lass mich mal erstmal klarkommen. Ey, ich schwöre, ich bin im Zug eingeschlafen und hab meinen Nacken unnormal verrenkt. Oder wie nennt man das? Versteift. Versteift, Bro. 3619. Hier werden Song vergessen, Probleme verdrängt, weil ich mich nicht mehr senz. Ich schwebe fast spät nachts, werd blass wie ein Gespenst. Ach, hier gibt's Krieg wegen Sens. Sitze mein Soda voll Dreck, aber Day-Date voll Gold, Armband wie ein Präsident. Zwischen Verkäufer, Betrüger und Räuber am Bunker, wir hängen, bin in mein Element. Oh, geiler Effekt. Digga, Nizzy kommt so geisteskrank, der Flow ist so crazy, Bro. Digga, was ein Einstieg. Digga, das ist in den ersten 30 Sekunden ist das schon passiert, Bro. Und dann kommt so ein geiler GTA-Effekt. Schon am Anfang geile GTA-Anspielung, jetzt kommt dieses. Hätten die noch dieses Soundeffekt reingemacht? Das ist ja richtig nostalgisch, aber ich weiß nicht, ob die das dürfen. Betrüger und Räuber und Bunker, wir hängen, wenn er mein Element. Wir haben es doch im Trend. Wir machen das, was wir wollen. Sie machen das, was sie sollen. Kaffee, Kapseln aus passender Hand. Er hat mich gescannt, er ist agent. Komm und guck, die Kette, sie glänzt. Damon Dance, schon meine Cousins. Ey, wie geil, Kompa. Ey, Digga, wie, was? Das ist so, das war's, warte, ich komm nicht klar. Im Präsident, zwischen Verkäufer, Betrüger und Räuber am Bunker, wir hängen, wenn er mein Element. Wir haben nicht doch im Trend, wir machen das, was wir wollen, sie machen das, was sie sollen. Kauf neue Kapseln aus passender Hand. Wir machen was wir wollen, die machen das, was sie sollen. Element, wir haben nicht doch im Trend, wir machen das, was wir wollen, sie machen das, was sie sollen. Geile Line. Und wer ist hier alles? Nee, kennt man nicht. Einer ist auch nichts markiert, aber fresh auf jeden Fall. Fresh, Digga, geiler Einstieg, direkt geile Line. Oh, Line bleibt im Ohr, geile Line, geiles Statement. Wollen, sie machen das, was sie sollen. Kauf neue Kapseln aus passender Hand. Oh, ich liebe diesen Effekt, ne? Ich liebe diesen Effekt. Diesen Effekt. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Effekt ist. Oder ob die einfach so ein. Aber das sieht so. Kauf neue Kapseln aus passender Hand. Das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus. Der hat mich gescannt, er ist agent. Komm und guck, die Kette, sie glänzt. Damon Dance, schon meine Cousins. Bei uns kriegt kein Hate und auch keine Konkurrenz. Erst Klasse in Richtung geschaben in Benz. Bei der Hatsula dran, Karte muss Hunger stellen. Olympic Lian macht wieder TPs. Sitzt im Casino mit dem Schalom. Digga, was? Okay, guck mal, ich muss einmal was sagen, ne? Ey, ich schwöre, ich liebe Nizzy. Ich liebe Pascha. Aber ich schwöre, Gianni, sein Einstieg war der krasseste. Digga, ich muss das einfach zugeben. Digga, was ist das für ein Einstieg? Und die Stimme, wie hart die Stimme einfach, wie hart die Stimme mit dem Beat matcht einfach. Das ist so Liebe auf dem ersten Blick. Ich schwöre, das ist crazy, wie geil seine Stimme kommt. Und ich, komm, ihr wisst ganz genau, ich sag immer Pascha. Hier auf meinem Tisch ist gerade, auf meinem Tisch ist hier gerade Pascha-Sticker. Hier ist das Vinyl unterschrieben von Pascha. Hier sind noch CDs, Bruder, von Pascha. Hier Pascha. Aber Bruder, Gianni, sein Einstieg ist crazy. Und das, Digga, warte. Meine Cousins, bei uns kriegt kein Nate und auch keine Konkurrenz. Erst Klasse in Richtung geschaben in Benz. Bei der Hatsula dran, Karte muss Hunger stellen. Olympic Lian macht wieder TPs. Sitz im Casino, mit dem Charlottenburg, fahr Kanacken, miese GTs. Immer noch in Ecke Marianne, sie halten mich täglich an. Bin im Café mit Gian, mache Kunden und gebe es. Digga, was ist das für ein Aura-Bild? Aura. Ey, rede. Ey, das sieht schon geil aus. Auch das Color Grading, ich mag das Color Grading. Generell, Simon und Paul, die Jungs sind echt am Zaubern, ne? Die machen aus Musikvideos, machen die Filme. Ich schwöre, die müssen eigentlich in Hollywood irgendwo sein. Mach
Sekunden und gib es dann, weil ich alles regeln kann. Warte, lass mal nochmal Ende. Das Ende hat sich nochmal richtig geil angehört. Vom Flow hat sich das richtig geil angehört. Kaffee mit Jan, mache Kunden und gib es dann, weil ich alles regeln kann. Sie kommen rein mit Rambock, wenn ich aufwache. Und wir ballern so viel Jungs, kommen mit V-Klasse. Los, mein Plug immer wieder, wenn ich Shows mache. Mach nur Lieder mit Berliner, das ist Hauptsache. Das war das, was er letzte Woche gesagt hat. Machen nur mit Berliner Lieder, das ist Hauptsache. Aber hä, auf einmal andere Stimmlage. Ich weiß nicht, ist das jetzt die Hook? Rambock, wenn ich aufwache. Und wir ballern so viel Jungs, kommen mit V-Klasse. Los, mein Plug immer wieder, wenn ich Shows mache. Mach nur Lieder mit Berliner, das ist Hauptsache. Bild ab, es kriegt wie eine Maustasse. Mein 88 kann seine Bauchtasche. Und in meinem Mund klingt. Digga, weißt du, wie sich das anfühlt? Ich muss das so straight sagen. Es tut mir leid an alle, die nicht jugendfreien Content nicht hören wollen. Aber ich muss das so straight sagen. Es ist so, als ob die ein Gangbang mit dem Beat haben und jeder einmal hintereinander. Digga, das ist kein Struktur, einfach einer nach dem anderen klatscht den Beat. Bach, tach, tach. Digga, das ist so crazy geil. Hä, es ist erst ein Drittel vom Song und ich fühle mich so, als ob ich 10 Songs gehört habe, Bruder. Ich finde es so geil, dass sie einfach immer switchen, Bro. Und ich muss aufhören zu reden. Lass den Song mal hören jetzt. Brüder setzen den Tegel ab, Drogendealer werden eh nicht satt. CRB mit mein Schabab, die größten Playboys in der Stadt. Mach nur noch das, klar, nur Hustler, geiler Flow. Mach nur noch Geld, jetzt mein Bruder im Cluster. Erster kein Shane, Hotboxen mit FM Wagen. Schock am Boss, Falle und sich den Fragen. Ich sag sorry, ich hab mein Shane vergessen. Er sagt weiter von dir und nicht angemessen. 10 Meter später holen wir sie ab. Sag ihnen, ich hab noch nie so ein Glück gehabt. Füße auf bei den Jungs, ja, klicken ab. Besser, wenn man direkt Mücke macht. Viele haben Waffen, doch wer drückt ab? Kreuzberger. Digga, einer nach den anderen, Bruder. Die hören gar nicht auf. Bruder, ich muss Paschas Part noch mal hören. Tut mir leid. Klar, immer noch raus. Ey, Giannis Stimmlage ist so geil. Erster kein Shane Hope. Boah, Digga, der Einstieg, wie der Beat auch kurz aussetzt. Mach immer noch Geld, jetzt mein Bruder im Cluster. Erster kein Shane Hope, Boxen mit FM Wagen. Schokomose Falle und sich den Fragen. Ich sag sorry, ich hab mein Shane vergessen. Er sagt weiter von dir und nicht angemessen. 10 Meter später holen wir sie ab. Sag ihnen, ich hab noch nie so ein Glück gehabt. Füße auf bei den Jungs, ja, klicken ab. Besser, wenn man direkt Mücke macht. Viele haben Waffen, doch wer drückt ab? Kreuzberger ritten dein Kilotasch. Haribo macht wieder Haseplatt. Kunden wollen Abiat, fuck auf den Bodyguard. Klein ab und dann in Altbauten und platten die Platten ab. Die sieht Restaurant, paar Kanaken, krieg Macken. Ey, scheiß auf alles. Digga, das Video hat so viele Details, auf die man nicht eingehen kann. Guck mal, allein so ein Effekt, ne? Paar Kanaken, krieg Macken. Hier, dieses Leuchten. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. 10, 20, 30 Minuten, aber guck mal, das passiert jede Sekunde, Digga. Das heißt, wie lange haben die da bei dem Video gesessen? Ey, scheiß auf alles Portnoxy und der Macker knacken. Keine Glocke, weil ich trau nicht mal meinen eigenen Schatten. Maschacke wegen Karten, ich ist besser für Geld. Werden Erzfeinde aus jahrelang Partnerschaft. Meine Acht dran, kannst du den Prada-Puffer, ja. Scorpions, Mac-Tense, Automatik, keine Trappen. Wir haben 2 Minuten Zeit, um den Tattoo zu verlassen. Wir haben Blöcke, wir haben Pillen, wir haben Pflanzen, wir haben Flaschen. Wir nur weg von der Straße, aber kann es niemals lassen. Sie kommen rein mit Rambock, wenn ich aufwache. Und wir ballern so viel Jungs, kommen mit V-Klasse. Los, mein Plug immer wieder, wenn ich Shows mache. Mach nur Lieder mit Berliner, das ist Hauptsache. Bild ab, es kriegt mir im mein 88 kann seine Bauchtasche. Und in meiner Mund kann ich stecken Fußwaffe. KDW, lass mal Kaffee, ne Dornjacke. Drogendealer werden eh nicht satt. CRB mit mein Schabab, die größten Playboys in der Stadt. Mach immer noch Tasch klar, immer noch Hustler. Oh, ich liebe diese Stelle, dieses immer noch Tasch klar. Das bleibt irgendwie, ich weiß jetzt schon, ich werde Ohrwurm davon bekommen. Dieses Tasch klar. Okay, immer noch Tasch klar. Mach immer noch Geld, jetzt mein Bruder im Cluster. Geil. Wow. Wow. Digga, was ist das für ein geiler Song gewesen? Was für ein geiler Song ist das gewesen? Ey, Freunde, kommentiert bitte eure Meinung in die Kommentare. Bin ich hier am Glazen oder bin ich... Ey, das ist so ein crazy Song. Das ist wirklich mit einer der krassesten Songs, die dieses Jahr erschienen ist. Digga, ich liebe diesen Song. Jetzt schon. Und ich hab Bock, jetzt den wiederzuhören. Kommentiert eure Meinung. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich küsse eure Herzen. Das war's von mir.